Dann begrüße ich euch recht herzlich zur zweiten Runde der Lightning Talks. Lightning Talks sind kurze 5-Minuten-Vorträge und den ersten wird halten Andreas Jobst zum Thema ein Plugin mit direktem Zugang zu den Ressourcen aus dem QGIS Hub. Hallo zusammen. Genau, es geht um den QGIS Hub Plugin. Ich stelle kurz Ismail Soni, Ronny Zata vor. Das ist die Brainpower hinter dem Plugin. Ich bin Andreas Jobst, Projektleiter bei Camp2Camp. Genau, das sind wir, unsere Standorte. Sind im Open-Source-Bereich unterwegs natürlich. Genau, jetzt kommen wir zum Plugin. Also jeder kennt es, glaube ich, der mit QGIS oder auch anderen Desktop-GIS gearbeitet hat. Man hat viel zu tun mit dem Styling von Layern, mit dem vielleicht Schreiben von eigenen Modellen, Erzeugen von Projektdateien. Jetzt als Beispiel habe ich oben diese Elevation Ramp reinkopiert von Tim Sutton. Und es ist einfach dankbar, wenn man viel Zeit darauf verschwenden kann, wenn man eben vielleicht schon was hat, was genau dem entspricht, was man vielleicht dann sich sonst selbst zusammenstellen müsste. Genau, und das ist der Gedanke von dem QGIS Hub. Unten ist die Webseite, wo man es bisher gefunden hat und immer noch findet. Und ja, also man kann eben da nach verschiedenen Ressourcen suchen. Also es ist unterteilt in Modelle, Styles. Hier sieht man es gerade in dem GIF. Und man muss sich das eben dann herunterladen und manuell zum QGIS hinzufügen. Und genau, und da setzt jetzt dieser Plugin an. Auf einem QGIS-Hackathon ist die Idee entstanden und da begann auch die erste Umsetzung. Und hier ist er. Also am Schluss kommen noch Links, wo man ihn findet. Im Endeffekt, ja, es ist ein QGIS-Plugin, um in das Hub direkt zu kommen. Man kann filtern nach dem Ressourcentyp. Es hat eine smarte Suche nach Ersteller oder Name der Ressource kann man aktuell suchen. Man hat eine Listenansicht, eine Kachelansicht. Und dann, was man jetzt nicht sieht, aber wenn man dann eine Ressource ausgewählt hat, kann man sagen, okay, lade ich sie runter oder füge ich sie direkt in QGIS ein. Also es geht dann direkt in die Style-Bibliothek oder bei einem Geo-Package geht es direkt ins QGIS, in den Layer-Tree hinein. Ja, es wurde schon einige Male heruntergeladen. Hier und da wurde noch nachentwickelt. Es gab soweit recht positive Resonanz aus der Community, worüber sich insbesondere die beiden Entwickler und wir natürlich auch gefreut haben, dass es angenommen wird. Und ja, zum Schluss vielleicht noch, was wir uns noch gedacht haben, was man machen könnte, dass man die Ressourcen dann auch direkt über QGIS bereitstellen kann. Das wurde als eher aufwendig eingeschätzt, aber ja, das hätten wir noch vor, wenn wir nochmal Zeit für sowas haben und hoffen natürlich, dass jetzt weiterhin die Community immer mehr Ressourcen auch da teilt über das ursprüngliche Hub oder auch über den Plugin eben. Genau. Und hier noch die Links, wie versprochen. QGIS Hub Plugin, Dokumentation gibt es eine kurze und auch natürlich den GitHub-Code dazu. Vielen Dank.